Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. So, wir wollen heute für die Notaufnahme die Ärztezimmer und den Aufenthaltsraum hier neu definieren bzw. neu organisieren. Wir werden einen bzw. die Ärztezimmer, pass auf, die Ärztezimmer machen wir hier. 4x4 werden die Ärztezimmer werden. Das heißt, hier werden insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Ärztezimmer einrichten. Wir haben aktuell schon 6, ne? Dann werden wir hier einen Aufenthaltsraum gestalten. Aufenthaltsraum wird hier auf jeden Fall stattfinden. Wenn wir hier 6x6 machen, wir werden, glaube ich, 6x6 machen, ne? Ich würde erstmal 6x6 machen. Okay. Dann werden wir zusätzlich noch hier weitere Ärztezimmer machen und hier auf der Seite nochmal 5 weitere Ärztezimmer. Ich glaube, das sollte dann auf jeden Fall reichen. Plantechnisch, ne? Ja, ich glaube, da gehen wir dran. Gut, das heißt, ich würde mich jetzt dran machen, hier die Ärztezimmer zu verlegen. Wieder nach hier. Wir bräuchten Platz für die Notaufnahme, für die Normalstationen. Da werden wir auch nochmal dran müssen. Aber gut. Richten wir jetzt erstmal hier das Zimmer ein für den Aufenthaltsraum. Das wäre schon mal das Erste, was wir hier machen könnten. Hier wird die Wand entstehen, hier wird die Wand entstehen. Dann machen wir hier einen schönen Boden rein, machen wir einen hellen Laminatboden. Die Türe machen wir hier rein. Und dann machen wir hier einen schönen Bereich mit Kühlschrank, einem Esstisch. Also 2 Esstischen. Ein Esstisch, mehreren Holzstühlen. Dann machen wir die Esstische. Machen wir folgende Esstisch. Passt auf. Dann nehmen wir die Esstische. Ich glaube, die sehen besser aus für die Stühle. Dann machen wir ein Waschbecken hier rein. Machen wir das Waschbecken hier vorne rein. Dann machen wir noch eine Kaffeemaschine. Oder sollen wir 2 Kaffeemaschinen machen? Passt auf, wir machen jetzt folgendes. Ein Schrank mit Türen. Schrank mit Schubladen. Machen wir hier einen Schrank mit Türen. Da kommt ein Waschbecken rein, ein Spülbecken. Kommt das weg? Sieht nicht ganz so schön aus. Dann machen wir hier einmal. Wie viel kostet die Kaffeemaschine? 700. Oha. Egal, machen wir 2 Kaffeemaschinen hier hin. Den ersten oder den Mitarbeitern soll es ja auch gut gehen. Wir machen hier 2 schicke Pflanzen drauf. Und dann machen wir hier vorne noch einen Bereich hin zum Ausruhen. Wo sie Fernsehen gucken können. So, hier können sie Fernsehen gucken. Da
Dann machen wir noch zwei Schließfächer hier hin. Oder ein Schließfach. Machen wir ein Schließfach hier hin. Dann machen wir noch eine Blume hier rein. Sehr schön. Dann kommt hier noch eine Topfpflanze hin. Hier kommt noch eine Topfpflanze hin. Dann machen wir noch eine Wanduhr hier rein. Und wer Lust hat, kann natürlich hier noch lesen. Dafür machen wir hier nochmal ein Bücherregal rein. Dann können die auch noch zusätzlich lesen, wenn sie wollen. So, das ist jetzt der neue Aufenthaltsraum. Für die Notaufnahme. Generell ist ja für geteilte Zimmer, glaube ich. Genau, für geteilte Zimmer. Haben wir zumindest hier mehrere Möglichkeiten, dass sich die Ärzte ausruhen können, Kaffee trinken können, essen können und was weiß ich was. Sollte eigentlich ganz schön gut sein. So, hier kommen dann vier Ärztezimmer hin. Die können wir dann dementsprechend schon mal demnächst verlegen. Dieses geldtechnisch aus, geldtechnisch haben wir jetzt natürlich nur 223.000. 22.000 haben wir heute schon wieder ausgegeben. Alter Falter, das Geld geht weg wie warme Semmeln. Das Geld geht weg wie warme Semmeln, Leute. So, ansonsten gucken wir mal auf die Zufriedenheit. Schöne Umgebung, hungrig, klar. Die sollten aber hier relativ gut dabei sein eigentlich. Hat einen Chef, schöne Umgebung, Bedürfnis reduziert. Okay, das ist schon mal gut. Ansonsten, wie sieht es hier sonst aus? Patient der Klinik ist dabei zu gehen. Okay, die wird untersucht. Okay. Die hier wird zur ansteckenden Krankheiten transportiert. Viele Patienten hier am Start auf Dauer, ne? Schon heftig. Ja, vor allem die Ärzte sind hier überlastet, ne? Und vor allem, wir haben jetzt schon wieder 4 Uhr. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir müssen definitiv nochmal hier einen weiteren Arzt einstellen. Der hier zusätzlich nochmal mitwirkt, ne? Dennis helfen noch, der 658. $658, alter Falter. Heftig. Das wird ganz schön teuer hier, ne? Aber gut. Dafür könnte er nicht schlecht sein. Dafür könnte er echt nicht schlecht sein. So. Gut, das funktioniert, das funktioniert. Das ist schon mal okay. Er hat jetzt Pause gemacht. Das ist gut. Unterhalten, schöne Umgebung, ausgeruht, hat ein Chef, Bedürfnis reduziert, schon mal perfekt. Wir werden die Apotheke später noch verlegen, Röntgenraum wird noch verlegt später. Ja, wir müssen jetzt erstmal relativ viel Geld verdienen, Leute. Die wird untersucht gerade. Aber warum machen die direkt alles? Bluttest, mikrobielle Probe, warum machen die direkt alles? Lange Wartezeiten für Transport, ja. Das überfordert nur die Labore. Das verstehe ich nicht. Das überfordert dann nur die Labore.
Und direkt nach der Urin. Hallo? Ich finde das irgendwo schwachsinnig. Und direkt an eine Stuhlprobe hinterher, ne? Wie gesagt, ich finde das irgendwo schwachsinnig, dass. Die alles an Untersuchungen, an Tests raushauen und damit die Labore eigentlich komplett überlastet sind. Hämatologielabor, 5 Untersuchungen, ne? Das heißt, da müssen wir definitiv nochmal aufstocken vom Hämatologielabor aus. Damit wir da die Möglichkeit haben, auf jeden Fall mehr zu schaffen. Ne? Jetzt bin ich am Überlegen, ob das so das ist, was funktionieren könnte. Ne? Wir werden immer hier einen Preiswerten einstellen, 131. Ist jetzt die Frage, ob das klappt mit zwei Laboren, oder ob wir wirklich die in einem Labor unterbringen müssen. Das wäre jetzt die Frage, ne? Ich würde es mir natürlich wünschen, dass es klappt, aber. Also, dass sie sich quasi die Arbeit aufteilen. Er hat jetzt die Arbeiten zugeteilt bekommen, hier, die 5 Patienten, klar. Aber wenn neue Aufträge dazukommen, dass die hier aufgeteilt werden, wisst ihr? Das fände ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Weil das zumindest so funktionieren könnte. Aber das will ich ausprobieren. Wir stellen auf Tagschicht nochmal jemanden preiswerten ein. Erstmal. Dann warten wir einfach mal ab, was sich hier bewirkt, ne? Also wie sich das hier auswirkt. Okay. Jetzt nehmen wir natürlich oder haben wir natürlich wesentlich mehr Personalkosten als vorher. Aber naja, egal. Wie sieht es hier draußen aus? Kann ich hier draußen irgendwas bodentechnisch machen? Ja, kann ich noch legen, ne? Okay. Dann sieht es nämlich wieder sauberer aus hier, ne? Okay. Gut, das passt soweit. Wir werden dann jetzt ins Ende der Folge gehen. Ich sehe gerade 14 Minuten. Wir sind an der Zeit, hier für heute Feierabend zu machen. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, werden wir uns das Ganze mal genauer anschauen mit den Laboren, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Beziehungsweise, also das werden wir beobachten, die Ärztezimmer werden wir umsehen, zumindest 4 Stück schon mal. Und dann werden wir versuchen, erstmal Geld wieder einzunehmen auf Dauer, dass wir so vielleicht wieder auf die 300.000 kommen anschließend. Und dann können wir von mir ja aus auf die Normalstützung gehen, die hier umbauen bzw. vergrößern. Und dementsprechend hier besser organisieren, dass der Arzt hier wirklich nur noch für TC zuständig ist und hier ein eigener Arzt ist nur für die Normalstation, für die Überwachungsstation. Und dann schauen wir mal. In dem Sinne aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dann erstmal. Servus.
und tschüss.